War das jetzt so schwer? Oh, ich sehe ein Licht da drüben. Das muss der Ausgang sein. Was? Das ist genau der Ort, von dem wir aus gestartet sind. Was? Warum nur? Wir nahmen den linken Eingang und sind hier gelandet. Als wir auf den rechten, Eingang betraten, waren wir uns also sicher, dass wir weiterkommen würden. Was geht hier vor sich? Wie wollen wir jetzt vorankommen? Ich frage mich daher, ob dahinter irgendein Rätsel steckt. Wir müssen vielleicht ein Rätsel lösen, um voranzukommen. Hey, Gardevoir! Irgendwelche Ideen? Nein, entschuldigt. Aber ich habe nicht die geringste Ahnung. Hier gibt es zwei Eingänge, ansonsten gibt es nichts. Wenn Gardevoir keine Idee hat, haben wir wohl keine große Chance, die Lösung zu finden. Augenblick! Ich möchte nicht auf eine Stufe mit dir gestellt werden, Militalis. Was meinst du damit? Dann verrate uns doch. Hast du vielleicht irgendetwas herausgefunden, Schlappohr? Nun, nein. Um ehrlich zu sein, ich habe auch keinen Schimmer. Na gut, so viel dazu. Das war in etwa das, was ich erwartet habe. Darum bin ich dir nicht böse. Wir kennen uns schon eine Weile. Ach, Meditalis. Danke. Ist schon gut, aber um ehrlich zu sein, was sollen wir tun? Hey, warte auf mich! Hey, warte auf mich! Was? Hab ich dich, mein perfekter Apfel? Du bist es, Knuddeluff? Oh, Team Charm! Juhu, liebe Freunde! Wie kommt Knuddeluff hierher? Oh, lass mich raten. Du hast dich auf die Suche nach dem Schatz gemacht. Was? Schatz? Darüber weiß ich nichts. Über einen Schatz, meine ich. Mein perfekter Apfel hüpfte und kullerte mir davon. Ich habe ihn verfolgt, wie er es davon kullerte und bin irgendwie hier gelandet. Oh, verstehe. Alles klar, alles klar. Und was macht ihr hier so? Wir kommen anscheinend gerade nicht mehr voran. Siehst du die beiden Eingänge dort? Welchen wir auch nehmen. Wir kommen auf jeden Fall wieder hier an. Wir vermuten, dass wir ein Rätsel entwirren müssen. Wir sind nämlich schon ganz verwirrt. Hast du eine Idee, was wir mal ausprobieren könnten, Knuddeluff? Ja, perfekte Äpfel, perfekte Äpfel. Oh, hast du uns etwa nicht zugehört? Wenn du eine Idee hast, teil sie uns doch bitte mit. Wenn du deine Weisheit mit uns teilen würdest, wären wir vielleicht in der Lage, dieses Rätsel zu lösen. Na, vielleicht sollten wir auch einfach nur jemand anderes um Hilfe bitten. Du sagst es. Es war ein Fehler, ihn zu fragen. Er hört uns einfach nicht zu. Quatsch. Ich habe ganz genau zugehört. Wie bitte? Ihr habt mir doch geholfen. Es wäre schrecklich unhöflich, von mir nicht aufzupassen. Wenn man so darüber nachdenkt. Es ist eigentlich ein herausforderndes Rätsel, nicht wahr? Es gibt nur zwei Eingänge. Egal, welchen man auch nimmt. Schwusch, nochmal machen, nochmal machen. Ich gebe auch auf. Ich weiß es nicht. Allerdings? Nun, ich frage mich, ob die sichtbaren Durchgänge die einzigen sind. Die sichtbaren Durchgänge? Sie sollen nicht die einzigen sein? Oha! Mein perfekter Apfel! Perfekter Apfel! Perfekter Apfel! Perfekter Apfel! Wo ist der hin? Knuddeluff ist einfach durch die Wand gelaufen. Was zum Kuckuck? Knuddeluff ist verschwunden. Aber wenn das so ist... Natürlich! Wenn das so ist, ist diese Wand... Diese Wand ist anscheinend ein getarnter Durchgang. Was könnte das sein? Wenn das stimmt,
Gardevoir, Schlappohr, lasst es uns herausfinden. Aber erstmal speichern wir in bester Manier. So. Achso, lagern. Ja, lagern. Wir haben wieder so viel Müll. Wir sind schon voll, unglaublich. Das liegt daran, dass wir hier eine komplette Seite fast voller Äpfel haben. Und Top-Elixiere. Und Orbs. Wir haben jede Menge Orbs. So. Durch die Wand gehen, aber sicher. Alles klar, auf geht's. Wo sind wir? In einer Kalksteinhöhle. Hinter dieser Mauer war diese gewaltige Kalksteinhöhle versteckt. Ich wusste es. Ich wusste, dass die Wand das Geheimnis zum Weiterkommen bergen würde. Knutluff ist nicht mehr hier. Er ist vielleicht schon weiter voraus. Wir sollten uns auch aufmachen. Tja, wir machen einfach mal weiter. Normalerweise würde ich jetzt... Oh, hier ist, oh, ist die Treppe. Normalerweise hätte ich jetzt schon gecuttet, aber ich denke, so viel kommt da gar nicht mehr nach diesem Dungeon. Deswegen mache ich jetzt einfach mal in eins durch und cutte das dann, wie es passt. Das macht, glaube ich, mehr Sinn, als jetzt die Folge zu unterbrechen. Und dann eine relativ kurze Folge zu haben. Und ich muss das dann irgendwie wieder zusammenschnipseln. Also machen wir das lieber so. Treppe. Irgendwie erinnert mich die Höhle ziemlich an die, wo in der Story ein Zahnrad der Zeit versteckt war. Ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie erinnert die mich daran. Und ans Titelbild erinnert sie mich ein bisschen. Oh wow, da geht's gar nicht lang. Au, das lässt du, ja? Dankeschön. Oh, danke, Meditalis. So, das war Illumise. Da ist eine Sackgasse, das heißt... Wir können durch Schutzschild leider nicht angreifen. So. Oh, danke. Ist da oben noch was oder ist da nur ein Weg? Ja, da ist nur ein Weg. Hätte ich auch eigentlich sehen können. Ja, hi. Sag mal, lässt du das? Das sind meine Freunde, ja? Zumindest momentan. Ich habe schon wieder zumindest gesagt. Na, wenigstens regnet es nur. Könnte schlimmer sein. Hier gibt es ziemlich viele Wasser-Pokémon. Dann gehen wir mal hier lang. Wow, das hat sich voll gelohnt. Dann gehen wir eben hier lang. Du kannst ruhig weiterschlafen. Einsichtsam. Können wir dich mal ausprobieren. Wow. Diese Sichtsamen sind einfach Bombe. Meine Sicht verbessert sich und ich sehe im Dunkeln nicht mehr als vorher. Wow. Und die Leute wundern sich, warum ich die Teile nie benutze. Vielleicht benutze ich sie auch einfach falsch und sie sind in Wirklichkeit wirklich godlike. Oh, hi. Bin da nicht durchgekommen. Entschuldigung, du musst sterben, damit wir weiterkommen auf unserem Weg. Der ist einfach regnen lassen in der Höhle. Au. So, haben wir den auch. Und noch ein Level-Up für Meditalis. Wow. Ist hier die Treppe? Nein, ist sie nicht. Ist sie die Treppe? Nein, ist sie nicht.
Natürlich ist sie mal da, wo man zuletzt guckt. Ja, ich bin verwirrt. Hilfe, ich bin verwirrt. Klasse, wir haben alle Angst. So. Suchen wir die Treppe und verschwinden wir von hier. Da ist sie ja schon. Au, ciao. Oh wow, wir sind ja schon durch. Ah, hier ist ein Speicher. Wir sind schon ziemlich weit gekommen, nicht wahr? Ich frage mich, wo Knuddeluff wohin gelaufen ist. Vielleicht ist er noch weiter voraus. Ja, vielleicht. Vielleicht haben wir ihn auch schon überholt. Aber wie dem auch sei, ich kann die Nähe des Schatzes förmlich spüren. Also lasst uns von hier an besonders vorsichtig sein. Okay, wir gehen wieder mit Bedacht vor. Alles klar, ich verstehe. Alles klar, Leute. Mit Bedacht zur Treppe. Oh, wow. Mit Bedacht. Pfund einsetzen. Da war aber jemand sehr großzügig mit der Itemausbeute. Nicht mein Pfund. Ihr könnt mir alles nehmen, aber nicht mein Pfund. Naja, es war ein Atomkick. Tschüss, Leute. Wir sehen uns dann oben. Möchte sich noch jemand irgendwohin teleportieren? Also, gerade waren wir wieder. Und das Metall. Und das die Treppe. Da hat Meditalis doch einfach die Treppe für uns gefunden. Unglaublich. Wow, zwei Aerodactylen. Ich war mir jetzt nicht so sicher, wie sich die zwei da aufstellen. Ich wollte verhindern, dass die uns, wenn die beide neben uns stehen, dass die uns fertig machen würden. So, mit zwei gleichzeitig hätten wir nämlich ziemliche Probleme gehabt. Ah, Treppe. Ja, moin. Ah, Treppe. Ja, moin. Scheint gut zu laufen, wenn wir mit Bedacht gehen. Mit Bedacht. Und Level Up für Gardevoir. Bedacht scheint ein sehr guter Plan zu sein. Hätte ich nicht gedacht. Was haben wir da? Ein Fiob. Ah, wir sind da, schön. Jetzt sind wir schon so weit. Wie weit noch bis zum Schatz? Nicht so ungeduldig, Meditalis. Früher oder später werden wir schon da sein. Seht mal, dort! Da ist ein Licht. Juhu! Was ist das? Lasst es uns herausfinden. Meditalis, Schlappohr. Dort ist eine Schatztruhe. Wow, diese Schatztruhe ist riesig. Die Gerüchte über einen Schatz in den Tiefen des Geröllbruchs, sie sind also wahr. Du sagst es, das sieht mir nach einem schönen Schatz aus. Schlappohr, öffne die Kiste. Schnell, ich kann es kaum erwarten. Hihi. Eile mit Weile, Meditalis. Eine Schatztruhe sollte man immer mit Anmut und Hingabe öffnen. Wir sind doch nicht umsonst Team Charme. Ja doch, aber... Ah, diese Spannung halte ich nicht aus. Vergiss deine Anmut, Schlappohr. Beeil dich. Verhaltet euch doch bitte ein kleines bisschen feierlicher. Das ist doch kein Wettrennen. Schon gut, ich mache sie ja schon auf. Tada! In just diesem Moment wird diese legendäre Schatztruhe geöffnet. Was für ein Schatz sie unseren neugierigen Blicken wohl die ganze Zeit vorenthalten hat. Welch ein Reichtum wunderbarer Dinge wird in unserem Besitz übergehen?
Diese Gedanken füllen unsere Herzen mit Wärme. Und die Wahrheit. Die Wahrheit. Oh, bitte. Enttäusche mich nicht. Das ist mir alles egal. Nun mach das Ding schon auf, Schlappohr. Und los. Schlappohr öffnet die Schatztruhe. Tada! Was? Was ist das für ein Schatz? Was für ein Schatz ist da drin? Nichts? Die Schatztruhe, sie ist leer. Oh, ohne Inhalt? Ich kann es nicht glauben. Bin ich einfach nur übermüdet? Bilde ich mir das nur ein? Es entspringt leider nicht jener Vorstellungskraft. Es befindet sich schlicht und einfach gar nichts in dieser Schatztruhe. Aber warum denn nicht? Ihr! Team Spar! Oh, der Schatz! Habt ihr ihn euch schon unter den Nagel gerissen? Sieht fast so aus, als seien wir zu spät. Nein, wartet! Wir sind nicht diejenigen, die den Schatz genommen haben. Als wir die Schatztruhe öffneten, war sie total leer. Hört auf zu lügen, ihr Schummler! Wir lügen nicht. Das ist die Wahrheit. Wenn ihr schon lügen müsst, warum tut ihr das auf so plumpe Art? Wie bitte? Wenn ihr weiter so lügt, dann seid ihr kein echtes Erkundungsteam. Was hast du gerade gesagt? Ihr seid nicht qualifiziert genug, um diesen Schatz an euch zu nehmen. Wenn ihr weiter so stur auf stur schaltet, müssen wir Gewalt anwenden. Ihr redet doch nur. Werft mit falschen Anschuldigungen um euch. Ich wusste doch, dass die Gerüchte stimmen. Ihr seid Schufte. Beim Erkundungsteam wie eurem können wir keine Gnade walten lassen. Wir haben Wieso vorhin ein Versprechen gegeben. Nun sieht es fast so aus, als könnten wir es halten. Wir sind die Schatzjäger, Team Charm. Ihr da. Jetzt bekommt ihr eine Lektion erteilt. Also, macht euch bereit. Ich wusste vom ersten Augenblick an, dass es so weit kommen würde. Gegen eine Diebesbande wie Team Spar habt ihr keine Chance. Macht euch bereit, unsere wahre Boshaft zu spüren. Lasst euch Zeit, sie zu genießen. Aber Piondragi, auf geht's! Juhu! Meditalis, Schlappohr, nehmt euch in Acht, wir werden angegriffen. Allzeit bereit! Auf geht's! Also wieder mit Bedacht, alles klar. Mit Bedacht! Mit Bedacht! Mit Bedacht! Mit Bedacht! Taktik! Mit Bedacht. Wow! Wie schnell sind die denn dahin geflitzt? Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Mach's doch lieber so, ja? Naja, mal. Na toll, jetzt bin ich verwirrt. Können wir trotzdem noch mit Bedacht? Ach schön, jetzt haben die das auch. Wir sind leider immer noch verwirrt. Das war Abok. Na toll, jetzt ist Nibuna auch verwirrt. Aber wir können Gardevoir wenigstens mal einen Dingsens geben. Yeah, das muss die rein. Können wir mal aufhören, nicht mehr verwirrt zu sein? Alter, wir sind hier. Mädels, ihr schafft das! Ich glaube an euch! Und falls es schön war!
Party! Party! Macht sie fertig! Haut die Pute weg! Sehr schön. Oh, du verflixt. Sie sind ganz schön stark. Das habt ihr überraschend gut gemacht. Aber unterschätzt uns nicht. Die wirkliche Kraft von Team Spa, die habt ihr noch nicht zu spüren bekommen. Okay, Kollegen, auf geht's. Juhu! Gardevoir, Militalis. Da kommen sie, aufgepasst. Wir kümmern uns darum. Wir schlagen sie mit ihren eigenen Waffen. Boah! Juffi! Was? Wer bist du? Knuddelhoff? Das ist Knuddelhoff? Dieser Typ? Er hat sich die letzten Jahre einen guten Ruf erarbeitet, obwohl er noch so jung ist. Das ist ein Erkunder-Naturtalent. Der berühmte Knuddelhoff. So sieht er also aus. Alle mal herhören. Beide Teams, hört bitte auf zu kämpfen. Warum sollen wir aufhören, Knuddelhoff? Die sind hier die Bösewichte, weißt du? Das mag stimmen, aber kämpfen ist nicht gut. Und ganz nebenbei. Ja, ihr seid in die Falle getappt und der auf eine Verlockung des Kampfes erlegen. Was hast du gesagt? Dieser Kampf, er war geplant? Ja, dieser Kampf war geplant. Das ist doch... Wer steckt dahinter? Der sich das ausgedacht hat, ist der Boss dieser Kalksteinhöhle. Warum er das tat, das weiß ich auch nicht. Aber er wollte, dass Team Charme und Team Spar sich gegenseitig ausschalten. Und aus der Tatsache, dass er euch mit dem Kampf ablenken wollte, kann man doch etwas schließen. Und zwar, dass er etwas zu verbergen hat. Vielleicht wollte er den Schatz auch nur behüten. Diesen Schatz? Ihn behüten? Genau, aber alles, was bis hierhin gesagt wurde, das sind nur Vermutungen. Deswegen werdet ihr die Wahrheit nicht erfahren. Ihr müsst schon fragen. So sieht es aus. Du hast mir doch aufmerksam zugehört, nicht wahr? Knuddelhoff? Hat Knuddelhoff etwa gerade mit der Schatztruhe gesprochen? Hey, sind meine Vermutungen richtig? Nun sag schon. Was? Die Schatztruhe? Sie wackelt und raschelt? Ist das etwa... Ist es ein Pokémon? Oh. Sein Name ist Ditto. Es beherrscht die Attacke Wandler. Wandler? Also hast du Wandler verwendet, um eine Schatztruhe zu werden? Schatztruhe? Genau. Als mir mein Essen im Süddschungel gestohlen wurde, das warst du, nicht wahr? Nicht wahr? Doch. Schon. Ich war das. Tut mir echt leid. Und... Team Charme. Ich habe euch viele Male getäuscht, Team Charme. Das tut mir leid. Was? Getäuscht? Getäuscht? Getäuscht, wie ihr sehen konntet. Ich habe die Macht, die Attacke Wandler zu verwenden. Ich war eine Schatztruhe, aber das ist noch nicht alles. Ich kann Wandler auch einsetzen, um wie andere Pokémon auszusehen. Wow, wirklich? Sag bloß, an der Stelle. Na gut, dann lass uns unser Bestes geben und diesen Dschungel durchqueren. Wer bist du? Ich bin Bluebella. Ich lebe in diesem Dschungel. Falls ihr gerade über den Schatz im Geröllbruch gesprochen habt, gebt besser auf. Damals, als wir gewarnt wurden im Süddschungel, war es damals jene Bluebella und... Nachdem ich euch gesehen habe, bin ich sicher, dass ich euch vertrauen kann. Ich habe eine Bitte an euch. Eine Bitte? Ja, Team Spar. Team Spar hat eine Lektion verdient. Das Pokémon, das uns gegen Team Spar aufgehetzt hat. Dieser Visor.
In Wirklichkeit warst du das? Beide, ganz genau. Blubella und Visor. Um ehrlich zu sein, ich war es in beiden Fällen. Ich habe Wandler verwendet, um euch in die Irre zu führen. Es tut mir wirklich leid. Aber warum hast du das getan? Weil, genau wie Knuddeluff zuvor schon sagte, ich wollte diesen Ort beschützen. Diesen Ort beschützen? Diesen Ort, ja. Kommt, ich führe euch herum. Bitte, hier entlang. Da sind wir schon. Huch! Ah! Was ist das? Dieses Licht! Das ist... Da schwebt etwas am Himmel und leuchtet. Was für ein unglaublich geheimnisvoller Anblick. Aber so schön. Ja, sehr. Aus der Mitte strahlt dieser blaugrüne Schein. Die ganze Höhle erstrahlt in seinem Licht. Das ist sehr schön. Einfach faszinierend. Etwas Vergleichbares habe ich noch nie gesehen. Aber was ist dieses Ding genau? Das wisst ihr nicht? Das ist ein Zahnrad der Zeit. Echt? Ein Zahnrad der Zeit? Wirklich? Das ist auch das erste Mal, dass ich so etwas sehe. Das ist ein Zahnrad der Zeit. Es zu beschützen, das ist meine Aufgabe. Ein Zahnrad der Zeit also. Tja, sonst bleibt wohl keine Wahl. Abok, Piondragi, kommt schon, wir gehen. Jetzt wartet aber mal. Was? Ihr seid doch eine Diebesbande, die böse Dinge tut, oder nicht? Warum geht ihr denn einfach nach Hause, ohne irgendetwas zu stehlen? Wenn es sich um irgendeinen anderen Schatz handeln würde, gerne. Aber du kannst nicht einfach ein Zahnrad der Zeit entwenden und mitnehmen. Ach, wenn wir Halunken sind, so viel Wissen haben selbst wir. Ach so ist das? Ja, es gibt Dinge, die man einfach nicht nehmen kann. So wie ein Zahnrad der Zeit. Da fällt mir gerade etwas ein. Mit euch sind wir noch nicht fertig. Wenn wir euch das nächste Mal begegnen, macht euch auf etwas gefasst. Abok, Piondragi, wir brechen auf. Beim nächsten Mal machen wir euch fertig. Denkt daran. Abgemacht. Puh. Also, war der einzige Schatz hier dieses Zahnrad der Zeit? Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir jeden Schatz bekommen, auf dem wir aus waren. Dieses Mal haben wir einen Schatz gefunden, den wir selbst nicht mitnehmen können. Auf keinen Fall. Das muss so sein. Es gibt Dinge in dieser Welt, die man sich nicht nehmen kann. Doch obwohl wir diesen Schatz nicht mit uns nehmen können, würde ich die Erkundung als Erfolg bewerten, nicht wahr? Wir haben sogar einen fairen Kampf gegen das gemeine Team Spar gehabt. Oh, das stimmt. Und so ein schönes und wertvolles Zahnrad der Zeit. Wir haben es alle zum ersten Mal gesehen, nicht wahr? Oh ja, das stimmt. Ja, ganz genau. Und wir haben das Labyrinth, das so viele vor uns abgehalten hat, erfolgreich durchquert. Ich wusste es, wir sind die Besten, nicht? wirklich großartig alle miteinander. Aber gut, ich mach mich da mal auf den Weg. Gardevoir und Meditalis. Ja. Okay. Bitte? Was ist mit euch allen? Knuddeluff, du bist gar nicht so übel. Du erscheinst am Anfang ganz schön wunderlich, aber letztlich bist du ein wirklich toller Kerl. Bitte was? Du hast den Schatztruhen-Trick von Dieter durchschaut. Das war wirklich großartig. Findet ihr? Nun ja. Na denn, was wirst du als nächstes machen, Knuddeluff? Als nächstes? Ja, hiernach. Ich weiß nicht. Ich habe keine konkreten Pläne.
Nun, wenn du magst, wie wäre es, mit uns auf Erkundung zu kommen? Mit euch? Ja, mit uns. Wie findest du das? Was soll ich nur machen? Es würde Spaß machen, mit euch gemeinsam zu erkunden. Aber ich war noch nie mit jemand anderem außer meinem Meister auf Erkundung. Schlapper, dieses Ding. Ja, genau, Gadewa. Hey, Knuddeluff. Wenn du mit uns auf Erkundung gehen würdest, könnten wir dir das hier anbieten. Wie wäre das? Oh, ein perfekter Apfel. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn dir wirklich geben soll. Eine Sache noch. Wie du gemerkt hast, sind wir alle ziemlich auf Zack. Glaubst du, du kannst mit unserem Tempo mithalten? Nun ja, wie wäre es mit einem Rennen? 3, 2, 1, los! Juhu, los, los! Ich werde überall hingehen. Meine, ich werde überall hingehen. Luffy! Wow, das war ein sehr überraschendes Ende. Ich hätte gedacht, dass da noch ein kurzer Abspann kommt und so. Naja, dann wären wir mit der Geschichte auch durch. Und dann verbleibt nur noch eine, aber die ist, glaube ich, ziemlich lang. Ich glaube, das ist mit Abstand die längste von allen. Die habe ich zumindest sehr lang in Erinnerung. Aber ich freue mich da auch schon ein bisschen drauf, dann sind wir nämlich endlich durch. Wobei, irgendwie fand ich diese Episode am lustigsten, niedlichsten, witzigsten. Ich kann es nicht betiteln. Auf jeden Fall hatte sie einen gewissen Charme. Und ich finde es echt witzig, wie viel Mühe man sich mit diesen Bonus-Episoden gemacht hat, dass man diesen ganzen Zusatzkram da noch reingemacht hat. Mit diesen ganzen Animationen, den ganzen Sprites und so. Finde ich echt gut. Hätte sich als zusätzliches DLC echt gelohnt. Ich finde es so ein bisschen nervig, dass nach jeder Episode ein Abspann kommt. Naja, wenigstens ist der Abspann nicht allzu lang. Wir sind ja schon gleich durch. Nur noch ein bisschen, wir haben es ja gleich. 10 Stunden später. Noch ein bisschen, wir haben es ja gleich. Da ist ja schon das Ende. Da müsste es gleich jeden Moment kommen. Da kommt es gleich. Aufgepasst. Aufgepasst. Das. Yeah. Ende. In den Bonus-Episoden erhalte Poke und Items werden in der Zwillichtbank bzw. im Kangama-Lager deponiert. 4026 Poke in der Bank deponiert. Oh, schön. Sehr schön. Wir haben sogar noch geschafft, ein paar Belebersamen mit zu übernehmen. Die werden wir in der nächsten Episode sicher brauchen, wenn wir mit Reptin in die dunkle Zukunft zurückkehren. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Würde mich zumindest sehr freuen. Ich habe schon wieder zumindest gesagt. Also bis zum nächsten Mal und bis dahin sage ich für immer Ciao.